Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Star Stable Video von mir. Ja, es ist gerade das Mittwochs-Update, also nicht gerade durchgelaufen, wir haben jetzt gleich 13 Uhr und ich hoffe einfach nur, dass mein Baby das mich jetzt drehen lässt. Und zwar möchte ich mit euch erstmal einen Pferdekauf machen, ihr habt das bestimmt schon mitbekommen. Star Stable hat es mal wieder voll vergeigt. Das ist einfach so lustig. Weil sie haben versehentlich neue Pferde reingebracht, die eigentlich noch gar nicht hätten kommen sollen. Und die schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Und ich mache das nämlich gleich jetzt als erstes. Für den Fall, dass sie die wieder rausnehmen. Ihr werdet aber das Video wahrscheinlich erst morgen, also am Donnerstag, sehen. Ich werde das dann andersrum hochladen, als ich es jetzt aufnehme. So, und zwar haben wir hier den Pasofino. 950 Starcoins kostet er. Und ich finde allein den hier schon so krass schön. Also es gibt einmal den, dann gibt es die Farbe hier. Wow, der ist aber auch mega schön. Dann gibt es hier noch diesen gefleckten. Ups. Der ist auch schön. Oh, ich liebe die neuen Pferde. Sie sind einfach genial. Sie haben eine Special Gangart und auch so eine Sonderanimation. Allerdings sind die Pferde halt noch nicht ganz fertig, weil die eigentlich erst in ein paar Wochen hätten rauskommen sollen. Weswegen die ganzen Animationen halt einfach noch sehr unfertig sind. Der ist auch schön. Wow, der ist auch richtig toll. Wow, und der schwarze ist auch schön. Dann gibt es noch einen grauen in Fort Pinter. Der ist auch mega. Mir hat sie vor allem der hier angetan. Und der erste, wow, der ist ja echt schön. So, ich kaufe mir jetzt mal schnell einen, bevor sie die wieder rausnehmen. Ich gehe nicht mal davon aus, dass wir die behalten dürfen, wenn wir die schon gekauft haben. Also, wäre krass, wenn nicht. Dann, ja, überlege ich mir jetzt mal schnell einen Namen. Und da habe ich mich jetzt für Rising entschieden. Ich finde nämlich, den Namen passt echt gut zu dem Pferd. Und ja, wir werden uns natürlich auch gleich noch die Gangarten und so weiter angucken. Und ich glaube aber, ich möchte den anderen, der da vorne steht, auch noch. Der ist auch so schön. Gucken wir gleich mal noch. Also ich finde sie alle wunderschön, ne? Aber der hier, der ist schon auch nochmal was ganz, ganz, ganz Besonderes, finde ich. Von der Farbe, der ist schon auch wow. Und ich darf jetzt nicht zu viel von meinen Starcoins ausgeben, weil es kommen ja nächste Woche nochmal zwei Pferde rein, die regulär reinkommen. Also die kommen dann für das Event halt noch rein, für die letzten zwei Wochen. Und dafür brauche ich auch noch Starcoins. Deswegen darf ich es jetzt nicht übertreiben. Ja, da war ich jetzt nicht vorbereitet drauf, dass jetzt spontan sieben neue Pferde drin sind. So, wie nennen wir denn dich? Da habe ich mich jetzt für den Namen Twilight entschieden. Nicht wegen der gleichnamigen Buch- und Fernseh-, also Buch- und Filmreihe, sondern weil ich einfach finde, dass der Name gut passt. So Zwielicht, weil er ja auch so von dem Fell so zweifarbig ist, so schwarz, als würde er braun schimmern. Also richtig schön finde ich dieses Pferd. Und da fand ich jetzt, dass der Name passt. Genau. Ja, Glückwunsch zu deinem neuen Pferd. So, dann gucken wir uns jetzt mal die neuen Pferde an. Ich bin echt gespannt, ob Star Stable die heute noch rauspatchen wird. Ich gehe mal stark davon aus, dass die nicht lange noch erhältlich sein werden. Ja, also wahrscheinlich, wenn ihr das Video seht, müsst ihr euch dann wahrscheinlich noch ein paar Wochen gedulden, bis sie dann letztendlich reinkommen. So, dann schauen wir uns die doch mal an. Da haben wir Rising. Hallo. Oh, die Animation passt ja mal. Sehr schön. Wow, guckt euch dieses Pferd an. Das ist wunderschön, oder? Ich finde es echt wunderschön. So, wir gucken uns jetzt mal noch die Mähnenstile an. Ich werde das jetzt alles hier ein bisschen im Schnelldurchlauf machen, weil eigentlich will ich ja ein Update, also ein Video zum Update machen. Und ich weiß nicht, wie lange ich jetzt noch Zeit habe. Ihr wisst warum. Brauchst du nicht immer wiederholen, ne? Es kann jeden Moment vorbei sein. Mal schauen. So, also was haben wir denn? Es gibt einmal die. Ah, das ist quasi so zusammengebunden dann. Ah, im Schweif ändert sich nichts. Dann gibt es die. Ja, die ganz normalen Standard-Männchen. Schaut die von jeder Seite so komisch aus? Ja, da hat das Pferd einfach keine Haare mehr, ne? Und dann gibt es noch so eine Stehmähne. Ja, muss ich jetzt sagen, gefallen mir aktuell alle nicht so gut. Aber ich glaube auch, dass die Frisuren noch nicht ganz fertig sind. Es wirkt zumindest so. So, und dann gucken wir uns doch mal in Ruhe dieses Pferd an. So, das schaut doch schon mal sehr gut aus. Und dann switche ich jetzt einmal ganz schnell durch die Gangarten durch.
Na, wir machen das jetzt ja alles im Schnelldurchlauf, einfach, dass sie mal einen Eindruck bekommt. Genau, wie das Pferd bis jetzt so aussieht. Und ich finde es wirklich sehr, sehr schön. Ist jetzt so ein Sliding Stop, okay. Das ist der Rückwärtsgang. So, und dann haben wir hier noch die Sonnenanimation, die echt richtig lustig ausschaut. Achtet mal auf den Schweif. Es ist wirklich lustig. Okay. Und dann gibt es doch noch. Ah ja, das ist jetzt dieser Tölt. Aber auch da schaut der Schweif noch etwas seltsam aus. Okay. Ja, ich bin mal gespannt, ob sie in den Pferden noch was ändern werden. Und ich hoffe wirklich, dass die jetzt auch wirklich bleiben, ne? Also das wäre natürlich jetzt richtig blöd, wenn sie die wieder rauslöschen. Aber ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass sie die von den Spielern wieder löschen. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Und ja, dann war es das eigentlich auch schon wieder. Ich stelle mich jetzt mal. Boah, es ist so viel los, Leute. Ich stelle mich mal hier hinten hin und verabschiede euch mal in Ruhe. So, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!